Hast du es gesehen? Ich habe gehört, es ist größer als jedes Gebäude in unserem Dorf. Noch nicht, aber ich habe die Gerüchte gehört. Es soll in der Lage sein, über die Schlucht zu springen. In meinem Laden sind alle willkommen. Vor allem, da bist du ja wieder. Musstest du dich bereits dem Zorn des Wächters stellen? Noch nicht. Wo sollte ich nochmal hingehen? Die Wüste wäre wohl angemessen. Sie ist groß und der Wächter beobachtet sie. Ich bin nur zum Handeln hier. Wusstest du, dass man in Truhen auch richtig merkwürdige Gegenstände finden kann? Alten Schnickschnacker. Meine Waren warten auf dich. Ah, du bist derjenige mit dem Gauntlet. Mein Bruder wollte sagen, willkommen in unserem Dorf. Das habe ich gemeint. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Was machst du hier? Jeder Tag wird schlimmer. Die Phantome werden aggressiver. Und wir sind alle dem Untergang geweiht. Wir versuchen uns zu beschäftigen, um nicht daran zu denken. Aber das funktioniert nicht. Bitte entschuldige ihn. Wir sind damit beauftragt, die Arbeit hier zu organisieren. Gibt es sonst noch etwas, wobei ich helfen kann? Lass mich nachdenken. In den Minen westlich des Dorfes wimmelt es von Phantomen. Wenn du sie ausschalten könntest, wäre das eine große Hilfe. Dann kannst du dich bei Steinspalter melden. Er ist in der Mine an der Klippe noch weiter westlich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Auf Wiedersehen. Können die Tore wirklich angehoben werden? Suchst du nach jemandem? Ja, mein Sohn, Läufer. Hast du ihn gesehen? Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Ich glaube nicht. Könntest du nach ihm Ausschau halten, wenn du durch das Land streifst? Er hat keine Erfahrung im Kampf gegen die Phantome. Ohne ihn gehe ich nicht. Selbst wenn die anderen in Sicherheit gebracht werden, werde ich nicht mit ihnen gehen. Ich werde nach ihm suchen. Kannst du mir sagen, wo er hingegangen ist oder woran ich ihn erkennen kann? Ein junger Mann, schlank, mit blondem Haar, immer auf der Suche nach Schätzen, neugierig auf den Wachturm in der Wüste. Wie konnte er nur weggehen? Die Phantome tauchen in so großer Zahl auf, er hätte bei mir bleiben sollen. Von dir hat uns Arif erzählt, die mit dem magischen Artefakt. Du scheinst Interesse zu haben. Nun, ich bin schließlich ein Schmied. Ich möchte ihm nicht zu nahe kommen, aber die Neugier ist groß. Weißt du, ich hab nachgedacht. Hast du die Pflanzen hier bemerkt? Und die Mineralien, die von den Phantomen abfallen? Sie haben irgendwas mit der Essenz zu tun. Ich habe gesehen, dass ein paar Priester sie benutzen. Vielleicht kannst du sie mit deinem Artefakt irgendwie nutzen. Ich bin immer noch dabei herauszufinden, was der Gauntlet alles kann. Ich arbeite noch daran. Faszinierend. Da musst du dich für die Essenzsteine interessieren. Du kennst dich mit Essenzsteinen aus? Es ist verbotenes Wissen, aber du bist neugierig, nicht wahr? Manchmal sind sie in den Überresten eines Phantoms zu finden. Es gibt auch Manuskripte, die erklären, wie man sie herstellt. Ich glaube, unser Händler hatte mal eins. Ich habe gehört, dass der reisende Händler von Zeit zu Zeit Steine bei sich hat. Aber psch, das hast du nicht von mir. Wie ich die Menschen kenne, können wir sicher noch Dokumente finden. Die Menschen würden über so etwas forschen. Na gut. Auf Wiedersehen. Diese Kraft. Ein Splitter ist nah. Wir sollten nach ihm suchen. Willkommen in unserem Castrum. Arif hat mir von dir erzählt. Er sagte, dass du versuchst, den Durchgang nach Bastengar freizulegen. Kann ich darauf vertrauen, dass das Ding an deinem Arm sicher für uns ist? Ja, ich habe mich darum gekümmert. Es sollte kein Problem darstellen. Gut,
Ich bin der alte Siebte. Ich versuche hier sozusagen für Ordnung zu sorgen, aber die Dinge sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. Die Phantome sind überall. Und viele meiner Leute saßen in der Wildnis fest, nachdem unsere Brücken zusammengebrochen waren. Wir arbeiten daran, ihnen sozusagen einen Weg zum Überqueren zu verschaffen. Aber ich fürchte um unsere Zukunft. Ich versuche, Bastengard zu erreichen. Mit meinen Kräften bin ich vielleicht in der Lage, das Tor aus dem Sand zu heben. Wenn die Ritter noch dort sind, könntet ihr Hilfe finden. Ich werde warten, bis ich sie sehe. Aber du bringst Hoffnung. Und das ist ein Anfang. Gibt es etwas, das ich für euch tun soll? Ich habe da etwas, das dich sicher interessieren würde, sozusagen. Die Phantome da draußen scheinen von einem magischen Artefakt angezogen zu werden, das sich direkt vor dem Dorf befindet. Im Moment schützt uns der Zufluchtsstein, sozusagen. Aber wir wissen nicht, wie lange er halten wird. Seit der Wächter erwacht ist, sind wir alle in Gefahr. Ich werde mit den Phantomen helfen. Wo ist dieser Splitter? Er liegt vor dem westlichen Tor des Dorfes. Du kannst sozusagen der Straße durch den Bogen folgen. Worüber wir vorhin... Konntest du etwas... Gut, ich kümmere mich darum. Wo treiben sich... Außerhalb... Wo treiben... Außerhalb des... Wisst ihr mehr über... Viel Wissen über diese Art. Ich weiß nur, dass sie eine Art Magie ausstrahlen, die sozusagen die Phantome in Schach hält. Interessant. Ich muss gehen. Bitte komm wieder, wenn du Fragen hast. Ah, du bist es. Hast du es geschafft, das Ding sicherer zu machen? Ja, es sollte keine Probleme mehr geben. Na gut. Nimm es mir aber nicht übel, wenn ich da ein paar kleine Zweifel habe. Die Passage nach Bastengard, die du erwähnt hast, ist sie auch sicher, selbst wenn ich das Tor freilege? Wahrscheinlich. Aber weißt du, es ist schon seit einem Jahrzehnt vergraben. Also ist meine Vermutung so gut wie deine. Du sagtest, du hättest durch Freunde von diesem Gauntlet gehört. Was für Freunde? Tja, das Ding wurde von den Rittern während ihres Aufstandes vor 10 Jahren benutzt. Sowas spricht sich rum. Und ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ist doch auch nicht so wichtig, oder? Ich komme wieder, wenn ich das Tor öffnen kann. Splitter ist nah. Wir sollten nach ihm suchen. Ich grüße dich. Arif hat uns gesagt, dass du kommst. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt, dass du mit dem Ding am Arm durch das Dorf läufst. Ich werde es unter Kontrolle halten. Ihr scheint hier Hilfe zu brauchen. Nun, mein Bruder und meine Schwester halten Ausschau. Es wäre gut, wenn du sie besuchen könntest. Ich habe noch nicht alle getroffen. Ich sage dir Bescheid. Das weiß ich zu schätzen. Wir reden später. Eines Tages werde ich in den Süden ziehen. Ich habe gehört, dass die Küstendörfer wunderschön sind. Gauntlet ist nicht in der Lage, das zu tun.
Wir brauchen mehr der verlorenen Stücke. Sei vorsichtig in der Nähe des Splitters. Die Phantome werden davon angelockt. Einige Angriffe, die ich nicht abwehren kann. Sie rauben uns das Momentum. Pass auf die blauen Funken auf. Verwandle das Phantom zu Staub. Zerschmettere es. Der Splitter kann jetzt nicht mehr. Sollte die Dorfbewohner vor weiteren Angriffen der Phantome bewahren. Müssen behandelt werden.
Augen sind jetzt geöffnet. Auf der anderen Seite der Schlucht. Ich glaube, ich war schon einmal dort. Ich spüre dort ein großes Bruchstück. Vielleicht sogar das, was wir brauchen, um das Tor der Ritter freizulegen. Wir haben ein Stück des Gauntlets, aber wir brauchen auch die Splitter. Ich kann dich zu ihnen führen. Und dann sollten wir sie zu einem Amboss bringen. Pass auf! Wir können noch nicht über diesen Abgrund springen. Aber dieser Ort, ein Stück ist dort und auch Erinnerungen. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Dieses Totem kommt mir bekannt vor. Ich kann seine Energie spüren. Wir können noch nicht über diesen Abgrund springen.